Alter. Wie alt möchten Sie nicht werden? Was denkt wohl ein Greis, wenn er eine Sexbombe sieht? Wenn Sie in Ihrer Karriere von Jüngeren überholt werden, ab wann schreiben Sie dies dem Alters- und nicht mehr dem Fähigkeitsunterschied zu? Beglückt es Sie, dass Sie Ihren Ursprung kennen, also Eltern, Ort, Datum und Uhrzeit der Geburt? Oder wären Sie lieber gezwungen, Ihren Ursprung selbst zu erfinden, sich also mythologisch zu begründen? Ganz konkret, welchen Erkenntnisgewinn erwarten Sie vom Alter? Werden Ihre Lebensträume mit zunehmendem Alter konkreter? Ferienhaus im Tessin, Harley Davidson, sexuelle Potenz? Oder abstrakter? Weltfrieden, Versöhnung mit der Natur, Glückseligkeit, höheres Bewusstsein. Ab welchem Alter möchten Sie sich nicht mehr so sehen, wie andere Sie sehen? Welche Sätze, die noch gesagt werden müssten, schieben Sie bis knapp vor den Tod hinaus? Welche über den Tod hinaus? Und treibt Ihnen diese Schieberei manchmal den Schweiß auf die Stirn? Glauben Sie, dass Ihre Empfindung von Zeit der physikalischen Zeit entspricht? Glauben Sie, dass Ihnen in diesem Fall Ihr Leben länger oder kürzer vorkommen würde, als Sie es heute empfinden? Welches war das beste Jahr Ihres Lebens? Und glauben Sie, dieses in Zukunft noch übertreffen zu können? Was würden Sie tun, wenn Sie eines Morgens aufwachten und erkennen müssten, dass Sie über Nacht 10 Jahre älter geworden sind? Womit rechtfertigen Sie Ihr Alter? Und in welcher Hinsicht genau gibt es die moralische Verpflichtung der jüngeren Generation, der älteren 30 bis 40 Jahre Ruhestand zu finanzieren? Welchen Sinn, sehen, hören, schmecken, riechen, tasten, möchten Sie als Letzten verlieren? Würden Sie es vorziehen, ausschließlich geistig zu altern, also auf eine Weise, die, solange Sie schweigen, keine Rückschlüsse auf Ihren Zerfall zulässt? Bei wem und wofür ist noch eine Entschuldigung fällig? Ab welchem Alter wird Ihr Körper zur Zumutung im Bett? Gesetzt den Fall, Sie hätten die Möglichkeit, ein ganzseitiges Gratis-Inserat in sämtlichen Tageszeitungen der Welt, von der New York Times über die FAZ bis zur South China Morning Post, zu platzieren. Welches wäre der genaue Wortlaut? Wann sind Sie zum letzten Mal auf einen Baum geklettert? Wann sind Sie zum letzten Mal von einem Baum runtergefallen? Ab
welchem Alter schließen Sie aus, dass Sie sich noch einmal, und sei es aus purer Albernheit, verlieben werden?